mein Gott, Leute, in dem heutigen Video stelle ich euch 100 Brawler-Mythen und Secrets vor, die garantiert keiner von euch kennt. Gales Augenbrauen schweben, wenn man von der Seite guckt. Ihr seht, seine Augenbrauen sind einfach so auf seiner Mütze irgendwie. Ergibt gar keinen Sinn. Wenn man Amber in der Lobby ausgewählt hat, dann brennt ihre Fackel. Und wenn man jetzt ins Auswahlmenü geht und einen anderen Brawler in der Zeit ausprobiert, so, ich probiere jetzt hier einfach mal so einen anderen Brawler kurz aus. Das Ganze müsst ihr so ein paar Sekunden machen. Wenn wir jetzt wieder in die Lobby zurückgehen, dann seht ihr, das Feuer von Amber brennt einfach nicht mehr. Ergibt gar keinen Sinn. Freunde, am 16.07. um 11 Uhr auf meinem YouTube-Kanal ist es soweit. Es kommt ein neuer Song raus. Und zwar meine Selbstzerstörung. Es kommt ein Clash Games Diss-Track online, wo ich mich selbst disse. Und ich kann euch eine Sache sagen, der Diss-Track wird nochmal um einiges krasser. Und auch das Musikvideo wird um einiges krasser als der Lukas Bros. Diss-Track. Also markiert es euch im Kalender. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Ninja Ash besitzt tatsächlich 5 verschiedene Waffen. Er hat eine in der Hand, die zweite im Kopf, die dritte im Kopf, dann so ein Wurfstern an seiner Seite in sich drin und zu guter Letzt noch sein fettes Schild. Im neuen Update sind ja jetzt die BT21 Skins rausgekommen und die haben alle so komische Emojis auf ihrem T-Shirt. Da seht ihr jetzt hier mal so ein paar Beispielbilder eingeblendet. Unter anderem hat der Jackie Skin von den BT21 Skins so ein komisches Emoji auf dem T-Shirt. Genau das gleiche kann man auch bei dem Edgar Skin wiederfinden. Auch dieser Edgar Herz Skin, der hat so ein Emoji auf dem T-Shirt. Als nächstes kommen wir auch nochmal zu einem BT21 Skin und zwar der Ruff Skin, der wirft nämlich bei seiner Ulti einen Tresor mit Squeak da drauf. Hä? Ihr wisst ja alle, Penny hat ein Remodel bekommen. Und wenn wir uns Penny hier auf der Rückseite angucken, dann seht ihr, Penny hat hier auf ihrer Schatzkiste bzw. auf ihrer Kanone so einen Klecks. Natürlich von dem neuen Brawler Otis. Der neue Overlord Byron ist ja echt cool. Schaut euch mal seine Animation an. Und jetzt gucken wir uns mal das kleine Ding in seinem Stab an. Nachdem er es hochgeworfen hat, ist dem kleinen Teil hier einfach schwindelig. Und da drehen sich so die Augen. Wenn wir uns Otis mal ein bisschen angucken. Also Otis ist ja echt klein. Nur der Charakter zählt. Der besitzt einfach so eine Tasche. Und fällt euch eine Sache auf. Der kann die Tasche niemals öffnen, weil er hat einfach keine Hände. Eve hat in ihrem Raumschiff, wenn man es ein bisschen dreht, Familienfotos drin. Sieht man hier hinten in der Ecke, da ist so Eve und da sind so kleine Eves und die haben so Herzchen und so, dies, das. Die Kanone von Jeanette auf ihrem Rücken, was ja ihr Jetpack ist, sieht ein bisschen aus wie diese Rakete aus Mario Kart. Mal ganz kurz im Vergleich, ist schon ganz witzig. Ich denke mal, euch allen ist aufgefallen, dass Bonnie einfach mal ein Zahn fehlt. Und wenn wir uns die Kanone von Bonnie angucken, die Kanone hat tatsächlich auch ein X auf einem Zahn, eben weil Bonnie an sich auch ein Zahn fehlt. Bonnie hat eine Tickbombe auf ihrem Kopf. Auf dem Helm von Jeanette sind Pfeile, die nach unten gehen. Genau die gleichen Pfeile sind auf der Rückseite von Bonnie, denn Bonnie fliegt ja mäßig auch nach oben, wenn sie sich wegschießt. Der neutrale Pin von Ems und der neutrale Pin von Lola, die sehen fast gleich aus. Alle Trophäenfarb-Brawler sind Damage-Dealer. Shelly, Danita, Colt, Jesse, Brock, Dynamike, Bo, Tick, 8-Bit und Ems, außer Stu, Stu ist Assassine und Bull, Bull ist Tank. Ihr wisst es ja alle, Spike ist der einzige Brawler im Spiel, der keine Stimme hat und das Ganze wird auch weiterhin so bleiben. Alle Tara Skins haben ein anderes Auge. Iris Tara sieht so aus, Straßeninja Tara hat so ein Auge, das hier ist Gold, das ist Silber, das hier ist irgendwie so rot mit so einem Pokerchip mäßig und dieses Auge ist so grün und sieht auch nochmal anders aus. Ihr seht jetzt hier mal ganz kurz den Nian Danita Skin eingeblendet. Er hat genau die gleiche Tasche wie Otis, nur dass Nian Danita die Tasche öffnen kann. Die Cap vom Brock Dancer Brock Skin ist tatsächlich ein bisschen zu groß eingestellt. Ihr seht's hier, die Cap steht hinten so ein bisschen über. Heißt, er hat die ein bisschen zu locker eingestellt, Kollege. Bei Crash Test Daryl steckt ein Nagel in seinem Rücken drin. Zuckerfreak Sandy ist der einzige Skin im Spiel, der eine Uhr am Handgelenk trägt. Robo Mike ist der einzige Dynamike Skin, bei dem man das Hühnchen permanent sehen kann.
Ninja Ash hat ein Katzengesicht auf dem Rücken und dieses Katzengesicht hat ein rotes Auge oben und auch rote Augen an sich. Auf dem Sally Nani Helikopter stehen zwei E's drauf. Hier ist das eine E und hier ist das andere E. Böse Königin Pam kostet 300 Juwelen und ist der einzige 300 Juwelen Skin im Spiel, der keine andere Stimme hat im Vergleich zu der normalen Pam. Hört mal ganz kurz. Come on, we can do this. Don't touch my jewels, you fools. Bei allen anderen 300 Gem Skins klingt die Stimme komplett anders und das sind hier genau gleichen Voice Lines und gleiche Stimmlage. Bei der Pfeiltasche von dem Unterwelt-Bo-Skin ist nur ein Auge rot. Das andere ist zu oder hat einfach keine Pupille. Horus Bo hat ein merkwürdiges Auge auf seiner Gürtelschnalle. Der Page Mike-Skin trägt insgesamt 5 Koffer. Ein Koffer von Piper, ein von Leon, ein von Bibi und einen von Tara in der Hand und einen von Amber. Kokosnuss Rosa ist der einzige Rosa-Skin, der nichts über den Kopf sich stülpt. Im Vergleich, der Skin hier stülpt sich sowas über den Kopf, der Skin hier auch. Wenn man den Rosa-Skin auswählt, der ist einfach so ganz normal. Der Schläger vom böse Bibi-Skin ist der einzige Schläger, der kein Gesicht drauf hat. Mr. P, L. Brown und Coney Max haben die größten Köpfe im Spiel jetzt aktuell. Die neuen Skins sind halt jetzt noch nicht drin, das kann man noch nicht so genau vergleichen. V8 8-Bit hat auf seinem Rücken den Benzinpreis stehen, der stetig nach oben geht. Wir sind jetzt schon bei 1,40 € gleich. Trillerpfeife von Buzz ist ein Dino, genauer gesagt ein Stegosaurier. Der L-Dragon Verdoso und der L-Dragon Rosado sind die einzigen Boxer-Skins, die in der Lobby fliegen. Das Lightmecker-Bo-Dreieck leuchtet dreimal auf, wenn man ihn auswählt. Ihr habt es gerade kurz gesehen. Jetzt müsst ihr gut aufpassen, wenn sich der Brawloween-Rosa-Skin nämlich verwandelt, sind kurzfristig ihre Rosen auf dem Kopf plötzlich an ihren Füßen. Achtung! Flupp! Und jetzt sind sie wieder oben. Im Popcorn-Rikos Bauch poppt Popcorn. Zombibi hat extrem interessante Pins auf der Seite ihrer Jacke. Insgesamt sind das 3 Stück. Einmal so ein Brokkoli, so ein lila Schwert und so ein goldenes Schild. Ist euch schon mal aufgefallen, dass der Arm von Nani verrostet ist? Aber nur der eine, nicht der andere. Astronaut Sprout hat 4 Monde auf sich. Einen vorne, einen hier an der Seite, einen hier an der Seite und einer, der quasi hier oben diese Antenne bildet. Der Ricochet-Skin hat als einziger Skin ein X als Auge. Alle anderen Skins, ihr seht sie beim Durchscrollen, haben ein Minus als Auge. Byron hat eine Schlangenzunge hinten an seinem Po. Pyro Spike hat ein um 90 Grad gedrehtes Pac-Man-Symbol hier auf seinem Rücken. Aruma Mr. P hat anstatt eine Glocke, wie es alle anderen Mr. P-Skins haben, eine Nudelschale auf dem Kopf. Leuchtkäfer Rico ist der einzige Rico-Skin, in der Waffe einen Schuss drin hat. Ihr seht es ja hier, die ist gerade geladen. Und zum Beispiel hier bei dem reichen Rico-Skin, der hat keine Munition in seiner Waffe. Löwe Bull zieht seine Waffe aus dem Nichts. Er hat nichts irgendwie, wo er seine Waffe unterbringt. Wo holt er sie her? Habt ihr eine Idee? Mr. Fly ist der einzige Skin, beziehungsweise der einzige Brawler im Spiel, der in der Lobby fliegt, zusammen mit Eve. Ihr seht es hier. Moment, stopp, ich habe noch die beiden Boxer-Skins vergessen. L-Dragon Verdoso und L-Dragon Rosado, die fliegen auch noch. Der Gottesanbeterin Rosa-Skin ist der einzige Skin, der eine andere Ulti-Animation hat, wo halt so ein Schild ist und nicht so ein Kreis. Dr. Edgar hat ein Namensschild, nur auf diesem Namensschild sind 2 X'e und ein Mund, der so nach unten geht, also quasi traurig ist. Der Saloon 8-Bit hat extrem viele Dinge von dem Banditen Tara-Skin. Zum Beispiel die Karte, den Hut und er hat dann auch noch eine Barley-Flasche auf seinem Kopf. Dino Leon ist der einzige Leon-Skin, der keine Süßigkeit hat. F in den Chat. Squeak hat sehr interessante Pins auf sich, zum Beispiel auch den sehr interessanten Kid-Pin. Gladiatorin Colette hat ihr Buch offen und man kann dort reingucken. Gale hat extrem lange und große Hände für sein Körperverhältnis. Schaut euch das mal an. Seine Hände sind einfach so groß wie seine kompletten Beine fast. Der zieht seine Hand fast auf den Boden lang. Der DJM-Skin, den ihr jetzt hier gerade mal kurz seht, und auch der Superfan-Ms, das sind die einzigen M-Skins, die kein Loch in ihrem T-Shirt drin haben. Wenn ihr hier mal ranzoomt, dann sieht man da ganz klein auf dem College-Studenten-M-Skin so ein Loch. Der L-Ray Primo-Skin hat einfach mal Frank als Gesicht auf seinem goldenen Gürtel. Alle Shelly-Skins haben ein Pflaster in ihrem Gesicht, außer der Hexe Shelly-Skin.
Koala Danita hat eine Weltkugel um seinen Hals. Gesetzloser Colt hat zwei Waffen, aber nur ein Halfter für eine Waffe. Wo packt er die zweite Waffe hin? Banditin Tara hat drei versteckte Karten. Eine hier unter ihrem Hut, eine an ihrem Schuh und eine an ihrem Rücken. Der Burger Luskin macht als Burgerliebhaber gar keinen Sinn. Wer packt den Käse nach ganz unten hin? Der heilige Eierskin von Lu, aka der König Luskin, der hat auf der Rückseite einfach so ein Drehrad zum Aufziehen. Der Haifisch Leon hat ein goldenes Fischskelett als Reißverschluss. Unter dem Werwolf Leon Skin ist die eigentliche grüne Kleidung von dem normalen Leon. Ihr seht's hier, nur dass sie halt zerfetzt wurde. Dunkler Lord Spike, das seht ihr gleich, hat anfangs eine Kugel, die er wegwirft und nie wieder auffängt. Passt mal auf, da ist seine Kugel, er wirft sie weg. Aber wo ist sie hin? Kommt nicht wieder. Tropischer Sprout hat insgesamt 10 Blüten auf seinem Hemd. Wir drehen jetzt mal ganz kurz, ihr könnt es selber mal nachzählen, aber es sind wirklich genau 10 Blüten. Strandgänger Mortis hat einen Eimer, auf dem Kopf über RIP steht. Griff hat auf seinem Hinterkopf einen Zettel, wo I, O, U und dann Colette mit einem Herzchen drauf ist. Erzschurkin Bee hat so ein komisches, grimmiges Gesicht auf ihrer Kopfbedeckung. Heldin Bibi hat auf ihrer Rückseite so eine grimmig guckende Banane mit einer Brille drauf. Höhlenmensch Frank hat einfach mal Steinkopfhörer. Daryl hat in seinem Fass ein Messer von Crow stecken und an seinem Kopf ist das Auge von Sandy. Die Gems vom reichen Rico in seinem Bauch sind viel größer als die Gems in seiner Waffe. Die passen da überhaupt gar nicht rein. Vergleicht mal die Größe. Die Waffe vom Super Ranger Brock hat einfach auf der Rückseite ein Loch. Da ist gar keine Munition drin. Horus Bo ist der einzige Bo-Skin, der auf der Rückseite keine Tasche für seine Pfeile hat. Hier im Vergleich, der hat eine Tasche. Der Skin hier hat eine Tasche. Selbst der Weihnachtsskin hat eine Tasche. Hier auch wieder die Frage, wo sind die Pfeile von Horus Bo? Poco hat nur einen Schneidezahn. Das seht ihr, wenn wir Poco mal ganz schnell auswählen. Ganz am Anfang ist nur ein Zahn einfach da. Zack. Edgar hat auf seinem T-Shirt ein Bad Randoms Logo und auch ein Star Park Logo. Ausnahmslos jeder Hut von Gale macht so. Der Poolprinzessin Pam Skin hat eine komische Strandtasche, aka ihre Ulti. Stell euch mal vor, ihr seid am Strand und dann kommt so eine Mom, die bringt so eine Strandtasche mit, wo so ein Schraubenschlüssel ist, mit so Teilen, die so machen. Das ist schon ein bisschen verstörend. Der Sportskanone Colt Skin ist von der Serie Haus des Geldes inspiriert. Der L-Ray Primo hat insgesamt 5 Juwelen an sich. Einen an seinem Finger und dann insgesamt 4 an seiner Krone. Ash hat auf der Rückseite ein komisches Gesicht. Auf Sprouts Rücken ist ein Wassertropfen. Habt ihr euch Griff schon mal ganz genau angeguckt? Unter Griff ist nämlich ein Mensch. Wir sehen hier den Finger eines Menschen aus seinem Handschuh rausgucken. Und wenn wir Griff nochmal neu auswählen, dann sieht man auch ganz kurz, dass hier ein Hals zu sehen ist. Wenn du im Brawl Pass bist, bei den Belohnungen und dann ganz nach links scrollst, dann sieht man hier eine Spike-Socke. Magier Byron, den habe ich gerade nicht. Da seht ihr jetzt hier mal ganz kurz Gameplay eingeblendet oder den Byron-Skin. Der hat nämlich 2 goldene Eulen auf der Truhe und auf seinem Stab. Virus 8-Bits Coinschlitz ist mit Klebeband zugemacht. Der schläfrige Sandy-Skin hat einfach mal Spike-Schuhe an. Wie süß ist das denn? Revolverheld Colt hat insgesamt 7 Patronen auf seinem Hut. Ich drehe das jetzt mal ganz langsam. Ihr könnt gerne mal selber nachziehen und hier Pause machen. Aber es sind insgesamt 7, inklusive natürlich der großen Patrone. Der Schweinereiter Karl-Skin ist tatsächlich von dem Hawk Rider aus Clash of Clans und Clash Royale inspiriert. Auf Genies Handgelenk sind 2 Symbole. Hier einmal so ein Mond und auch so ein Stern. Das seht ihr jetzt wahrscheinlich in Zeitlupe oder kurz ein Standbild. Genau die gleichen Symbole hat Tara in ihren Karten. Ihr seht hier dieses komische Virus-Symbol, sage ich jetzt einfach mal. Und hier in ihren Karten auch nochmal dieses Mond-Symbol, so halb. Pam hat einen Anhänger von Jessys Rucksack an ihrem Rucksack dran. Liegt daran, dass Pam halt die Mutter von Jessie ist. Ebenfalls hat Pam eine Halskette von Nani um den Hals. Rowdy Karls grinsendes Gesicht hat er genau gleich auf seiner Lampe, nur noch kräftiger und gelber. An sich sind das einfach seine Zähne. Wenn wir uns Ems mal ein bisschen genauer angucken, dann machen wir hier mal ganz kurz ein Standbild und sehen,
dass Ems tatsächlich mich, aka Poco, als Hintergrundprofilbild in ihrem Handy drin hat. Und bei Superfan Ems ist etwas extrem Gruseliges in ihrem Handy-Hintergrund drin. Das seht ihr jetzt hier auch mal ganz kurz rangezoomt und ein bisschen von einem Kontrast angepasst. Das sieht sehr, sehr komisch aus. Höhlenmensch Frank hat eine tote Schlange um den Hals. So, Freunde, das waren jetzt tatsächlich 100 Brawler-Secrets, die ihr noch nicht kanntet oder die euch auf jeden Fall nicht aufgefallen sind. Ganz, ganz liebe Grüße an der Stelle an Sean, der sowohl die 100 Secrets hier mir rausgesucht hat, weil ich das Video hier vorproduzieren musste. Ihr wisst es ja jetzt gerade in dem Moment, wo ihr das Video seht, bin ich im Urlaub. Und nochmal danke auch nochmal an Sean, der dieses Video hier geschnitten hat. Schaut gerne mal bei ihm vorbei und wenn ihr bis hierhin geguckt habt, schreibt mal Hashtag Sean, du bist ein Ehremann in die Kommentare. Freunde, wir sehen uns, teilt es mit euren Freunden, schreibt in die Kommentare, welche Mythen ihr noch nicht kanntet und bis dann. Ciao, ciao.